So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic. Mit unserer Jedi-Gelehrten. Weiter geht's. So, wir werden als erstes oder beziehungsweise generell uns mal zum Flugposten begeben müssen. Denn wie wir sehen, sind alle Quests, die wir jetzt haben, ein bisschen weiter weg. Aber wir haben uns erstmal ein bisschen umschauen können. Ah, hier wären auch noch welche gewesen, ne? Ist halt immer so, wenn man irgendwo eine Quest sucht, findet man es immer nicht. Und dann, wenn du die Quest nicht mehr suchst, dann findest du natürlich. Ah, stimmt, das war so ein ekelhaftes Gelaufe hier über die Brüstungen da oben. Ich erinnere mich, um zu dem Datacron zu kommen. Musste man irgendwo da hinten lang laufen. Ich erinnere mich. Musste man, glaube ich, schon ganz hinten starten. Ich kann ja ganz kurz mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass man von ganz hinten beginnen musste. Irgendwo hier. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich glaube, hier ist es noch nicht richtig. Scheine ich mich nicht mehr ganz so hundertprozentig erinnern zu können, wenn ich ehrlich bin. Man musste auf jeden Fall ein ganzes Ende über die Dächer laufen. Soweit kann ich mich noch erinnern. Mal einen kleinen Ausdruck machen und mal gucken, ob wir da schnell hinkommen, aber muss da halt, glaube ich, erstmal hier irgendwie hoch, ne? Was hier? Nee. Bin ich tatsächlich selber gerade so ein bisschen überfragt. Von hier aus scheinen wir auf jeden Fall nicht hochzukommen. Da war es da draußen. Es kann auch da draußen sein. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal ganz kurz. Und wenn ich es jetzt nicht auf Anhieb finde, dann sei es erstmal drum. Ne? Wie gesagt, ich habe immer mal gesagt, ich werde vielleicht nochmal einen separaten Guide machen zu den Datacrons. Einfach damit man es mal gesehen hat. Gucken wir mal, ob wir das eventuell finden, das Datacron. Ja. Das ist mal jede Menge mit Gespringe hier verbunden. Ne? Damit muss man immer leben. Ja. Wichtig ist halt, dass man nicht zu viel runterfällt, weil sonst darf man das Ganze nochmal machen. Das Ganze nochmal von vorne. So. Muss mal hier, glaube ich, rüber, ne? Hm? Kriegt da rein theoretisch nochmal gleich einen Guide, wie er an das Dings rankommt. Hm? An das Datacron. So. Hier einmal dezent rüber. Oh, und jetzt musste man hier rüber. Genau. Ja, glaube ich, lang. Und jetzt müssen wir irgendwie hier hochkommen, ne? Damit wir über diese Schräge da drüber hochlaufen können. Dann sind wir eigentlich, glaube ich, schon da. Ah, hier nochmal lang. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Das machen wir, glaube ich, mal ohne den Läufer. Denn wenn man hier nämlich einmal runterfällt, hat man ein Problem. Dann darf man den ganzen Weg nämlich nochmal von vorne laufen. So, das gleiche hier nochmal. Hm? Hier müsste es jetzt rein theoretisch schon irgendwo liegen. Ich bin da nicht ganz irre. Ah ja, da unten ist es. So, habt ihr gleich nochmal einen kleinen Guide, wie er zu dem Anchorhead-Datacron hier kommt, ne? Ich glaube aber, das hatte ich tatsächlich schon.
Ja, kein Zugriff mehr. Haben wir also schon mal gehabt, das Datacon. So, ne? Aber ihr habt gesehen, wie man da hinkommt, ne? Ihr beginnt halt hier hinten, müsst halt einmal komplett, beziehungsweise hier hinten, lauft halt einmal komplett rüber. Ne, doch, es war doch hier hinten. Über diese, diese Teppiche, die da gespannt sind, und lauft dann immer hinten über die Gebäude lang und braucht dann im Prinzip bloß noch über das eine. Über diesen einen riesigen gespannten Teppich dann springen. Ist halt eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, man muss halt erstmal den Anfangspunkt finden, wie man überhaupt erstmal auf die Gebäude da hinten drauf kommt. Der Rest ist dann eigentlich reine Formsache. So. Habt ihr gleich nochmal einen kostenlosen Guide gekriegt. So. Gut, dann suchen wir uns mal. Suchen wir uns mal dezent den Gleiter. Ich hoffe mal, dass wir richtig laufen. Ja, rein theoretisch können wir auch außen lang. Rein theoretisch können wir auch außen lang laufen. Wie gesagt, wir werden mal gucken, dass wir Taras Cedrax oder Taran Cedrax ein bisschen pushen. Das wird wohl für den Anfang erstmal so ein bisschen unser Hauptbegleiter sein. Na komm schon. Ultra-Wayne Stuck Transporter, ne? Da war's gerade wieder. Melden Sie Ihre Beschwerden. So, können wir gleich mal gucken. Das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg. Wow, wir haben schon ganz schön viele Begleitergeschenke, ne? Sie sind einsatzbereit. Mir scheint, auf Ihren Posten zurück. Mir scheint, wir sollten das eine oder andere dann demnächst mal eintauschen, tatsächlich. Die Plattformen sind geöffnet. So, Schatten des Sandes. Ich würde fast sagen, wir machen mal das als erstes, wie gesagt, denn ich möchte ganz gerne die Quest für Cazen West so schnell wie möglich fertig haben erstmal. Machen wir die mal als erstes. Sehen wir gleich mal ein bisschen was von dieser wunderschönen abwechslungsreichen Landschaft, ne? Von beige zu noch mehr beige. Wunderschöne Landschaft hier. Also wer auf Sand steht, ist hier gut bedient. So. Haben wir gleich schon das ein oder andere Gebiet mit aufgedeckt. Das ist auch schon mal ganz gut. Scheint halt einfach mal mitten in der Wüste irgendwo zu sein, ne? Wunderbares Taskengebiet, ne, wollte ich gerade sagen, und da sind sie auch schon. Ekelhaften Tasken. Sandleute, Da lagen gerade ein bisschen dolle viele kaputte Droiden für meinen Geschmack, ne? Ist immer verdächtig. So, dann müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das wird mitten in der Wüste sein. Ah ja. So, dann werden wir unseren Begleiter schon mal wechseln. Zeit für ein Nickerchen. Ja. Wie gesagt, um die Quest machen zu können, brauchen wir sowieso Cazen als unseren Begleiter. Machen wir das, wie gesagt, gleich mal als erstes. Dann haben wir das schon mal hinter uns. So, jetzt dürfen wir erstmal jede Menge aufdecken hier wieder, ne? Kommen wir rein theoretisch bei Gelegenheit auch gleich mal nach Rare Elite gucken, ne? Ja, da stehen ja immer so die ein oder anderen Rare Elite rum. Scheint noch ein ganzes Ende weit weg zu sein. Muss ein ganz schön unsagbares Ende für den Vater von Cazen gewesen sein, ne? Als Echsen-Kreatur mitten in der Wüste. Nicht gerade die coolste Gegend. Ah, da haben wir es auch schon. So, wir sammeln mal ganz kurz hier nochmal sowas ein. Diese Crate-Drachen müssen unglaublich beeindruckend gewesen sein, ne? Wenn man alleine mal schon die Ausmaße der
der Knochen sich anguckt hier. So. Das Ganga Rastak. Sie wird Skorsk. Gesundheit. Hurra. Ist ein bisschen witzig irgendwie. Nicht einmal die Zählerin könnte dem widerstehen. Bis Adi Mohargas, Bakagas, Gurksasek, Adrafels Kojek, Rasmukles Sarek, Ognak, Brandenhorst, Skovjel Dras, Ordargorsk, Kask, Tevrubok, Kapaberken. Surprise! Bis Adi Mohargas, Bakagas, Gurksasek, Adrafels Kojek. Wen habe ich eigentlich vor mir? Ram Oras, Gajaba, Gur Unskara, Orebrexi, Quajo, Raunor, Gur Unskara, Janor Volta, Isa Ademo, Ram Orand, Rakir Urglexis, Knas, Quajo Lambasas, Vars Kupodrak, Mudraksk. Oh, okay. Das klingt ein bisschen beunruhigend, ne? Das erklärt immer noch nicht, warum wir gehen sollen. Wir haben euren Düsterschatten nicht gesehen. Skotjarad mas osla, spetod tranis, undakolua, jorska pokret. Das klingt aber nicht gerade ehrenhaft, ne? Schivert skorsk, gus, zonkalis, korraa. Tosha plumschik, magna. Ja, wollte ich mich gerade sagen, das klingt ein bisschen unehrenhaft. Unehre! In der Tat. Wenn ihr den Ruhm einer Jagd sucht, müsst ihr ihn euch verdienen. Tja, scheint mir nicht. Oh. Scheint mir ja nicht so wunderbar geklappt zu haben. Hm? Oh. Natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, dass Quasen noch auf Tank steht. Andererseits, vielleicht reicht es sogar. Naja, das Vieh scheint nicht viel auszuhalten. Geht doch, ich weiß gar nicht, was der hatte. Ich weiß gar nicht, was der hatte. So gefährlich war das Vieh doch gar nicht. Skotjarad mas osla, svetod tranis, unta polua, jorska pokret, natrasisi, odartikcha, mordavrapsa, drektas, vajulambasars. Okay, das kann ich aber nicht ganz verstehen, warum er die Gebeine von seinem Vater hier liegen lässt, ne? Ich hätte die an seiner Stelle mitgenommen und eine richtige Beerdigung irgendwie gemacht. Aber wird schon so seinen Grund haben, ne? Wie gesagt, die Trandoshaner haben da ihre Gebräuche. Da möchte man sich nicht einmischen. So. Müssen wir tatsächlich mal gucken. Wir werden mal in die Richtung nochmal laufen. Denn, wie gesagt, hier gibt es einige Rare-Elite, die man abgrasen kann. Gucken wir tatsächlich mal, ob wir die finden. Da die immer mal ein bisschen stärker sind, gibt es nicht immer so hundertprozentig viele, die sich daran trauen tatsächlich. So. Muss man staunen, ne? 14 Leute nur noch auf Tatooine. Ich meine, klar, wir haben es jetzt 2 Uhr nachts zur Zeit dieser Aufnahme. Das erklärt wahrscheinlich so ein bisschen, warum nicht mehr so viele Leute unterwegs sind gerade.
So. So. Der stärkste der Rare Elite tatsächlich steht hier in diesem Canyon da unten. Es gibt da nochmal einen zweiten, der ist ähnlich stark. Aber der hier unten hat es ganz schön in sich. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Der ist nicht ohne. Der ist ein bisschen stärker. Da werden wir tatsächlich auch sämtliche Heldenfähigkeiten mal ziehen müssen. Irgendeine Schwäche. Denn wie gesagt, der ist nicht ohne. Sollte man nicht unterschätzen, den. Den sollte man nicht unterschätzen, den Boss hier hinten. Der ist ganz schön stark. Hat halt auch einfach mal 80.000 Life, ne? Wenn wir mal im Verhältnis sehen. So, dann soll es beginnen. So. Ihr seht halt einfach mal schon, selbst mit den Heldenfähigkeiten machen wir nicht so viel Schaden, ne? Er macht halt wirklich ganz schön Schaden. Entsprechend sollte man die nicht unterschätzen. Den sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Er ist ganz schön in sich. Vor allen Dingen hält er halt, wie gesagt, ganz schön lange auch durch. Ne? Warten wir mal ganz kurz, damit wir den wieder dezent wieder mit unseren Heldenfähigkeiten behaken können. Das war jetzt ungünstig. Ihr seht das schon, ne? Man kann sich hier wirklich nicht große Fehler leisten. Ja, der macht nicht den Eindruck, aber gerade wenn man jetzt nicht aktuelle Ausrüstung hat, kann der einen ganz schnell aus dem Latschen boxen. Ne? Kann schneller gehen als man denkt. Muss man sich tatsächlich mal ein klein bisschen konzentrieren bei. So. Unser Begleiter ist halt auch noch nicht der stärkste, das kommt halt nochmal dazu. Na, ihr seht das schon, man darf wirklich keinen Fehler machen. Sonst ist das ganz schnell vorbei. Beenden wir das. Wie gesagt, er ist nicht ohne, denn er hat einfach mal sehr viel Life. Ja.
Tatsächlich hat es sich aber auch schon mal mehr gelohnt. Es sind tatsächlich auch mal Epics drin, ne? Und das nicht nur Begleitergeschenke, sondern tatsächlich auch Ausrüstung, nützliche Ausrüstung. So. Das war mal eine kleine Wüstenexkursion in dieser Folge. Na gut, da kommen wir nicht dran vorbei. Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. War das tatsächlich diesmal eine kleine Wüstenexkursion hier in der Runde? Und ja, machen wir im Laufen, wo wir uns gerade ein bisschen wegbewegen, machen wir mal schon mal das Folgenpäuschen, denn wir sind bei 20 Minuten. Wie gesagt, ne, war die Folge mal ein kleiner Guide. Mal ein Datacron und den stärksten Rally, den es hier auf Tatooine gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Wenn ihr natürlich gerne mögt, auch gerne ein Abo. Ne? Ich freue mich nach wie vor über jeden, der den Weg in unsere feine kleine Community findet. Und ja, nächste Folge werden wir mal noch einen weiteren Reality hier in der Nähe abgrasen. Und dann geht's weiter mit der regulären Klassen- bzw. Heldenquest. Ne? Sehen wir uns in der nächsten Folge. Dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.